Hallo, vielleicht hast du schon gehört, dass die Restschuldbefreiung auf 3 Jahre verkürzt werden soll. Und vielleicht fragst du dich ja, ob du jetzt abwarten sollst bis zum 1. Oktober, um einen Insolvenzantrag zu stellen, oder ob es vielleicht Sinn macht, vorher schon einen Insolvenzantrag zu stellen. Hallo, mein Name ist John Mieler, ich bin Rechtsanwalt in der Kanzlei Mieler & Müller in München, die sich seit über 10 Jahren auf das Insolvenzrecht spezialisiert hat. Gut. Bevor ich deine Frage beantworte, möchte ich einfach mal aufzeigen, wie aktuell der Stand bei der Restschuldbefreiung ausschaut. Nach der gesetzlichen Regelung haben wir aktuell 6 Jahre, bis du die Restschuldbefreiung bekommst. Es gibt zwei Verkürzungsmöglichkeiten. Wenn du nur die Verfahrenskosten zahlen kannst, die ungefähr bei einem masselosen Verfahren 2.000 bis 3.000 € betragen, dann kannst du bereits nach 5 Jahren einen Antrag auf vorzeitige Restschuldbefreiung stellen. Wenn du mehr Geld übrig hast und neben den Verfahrenskosten auch noch 35% der Gläubigerforderungen zahlen kannst, dann kannst du bereits nach 3 Jahren einen Antrag auf vorzeitige Restschuldbefreiung stellen. Durch den neuen Regierungsentwurf, der jetzt auf dem Tisch liegt, aber noch nicht beschlossen ist, steht dir die Möglichkeit offen, ab Antragstellung 1. Oktober 2020 ein Restschuldbefreiungsverfahren mit einer Laufzeit von 3 Jahren durchzuführen. Es gibt eine Übergangsregelung, die vorsieht, dass ab Dezember 2019 für jeden Monat ein Monat von der Laufzeit der Restschuldbefreiung abgezogen wird. Bedeutet, wenn du dich entscheidest, im September einen Antrag auf Insolvenzeröffnung zu stellen, gilt noch die alte Regelung. Das bedeutet, von den ursprünglich 6 Monaten werden dir bis dahin 9 Monate abgezogen. Das heißt, die Laufzeit würde dann betragen 5 Jahre und 3 Monate. Wartest du auch nur einen Monat länger, nämlich ab dem 1. Oktober 2020, dann beträgt die Laufzeit 3 Jahre. Es macht also in meinen Augen durchaus Sinn, noch etwas zu warten, bis der Insolvenzantrag gestellt wird. Vor der Antragstellung müssen aber erstmal alle Gläubiger ermittelt werden. Es muss ein Schuldenbereinigungsplan gemacht werden und erst dann besteht für dich die Möglichkeit, den Insolvenzantrag zu stellen. Ich gehe weiter davon aus, dass aufgrund von Corona und aufgrund dieser neuen Regelung ein starker Andrang im Oktober 2020 stattfindet und daher empfehle ich dir, bereits jetzt aktiv zu werden, zu einer Schuldnerberatungsstelle zu gehen oder zu uns zu kommen. Wir timen dann die Antragstellung so, dass du dann Anfang Oktober deinen Antrag auf Insolvenzverfahren stellen kannst. Wie auch immer du dich entscheidest, wir wünschen dir alles Gute. Und vielleicht sehen wir uns.